Der Gewinner ist... Aber nicht nur wegen den Acts war es krass, sondern auch wegen dem ganzen Setup. Und das ist auch das Ziel heute. Ich mache einen Dark Jersey Club Beat. Das kommt nice. So Leute, wir haben heute den 16. Mai und heute steht die Verlosung für die 2-Wochen-Tickets für das Hookah Festival an. Ich habe hier alle Teilnehmer in so einen Zufallsgenerator reingeladen. Und ja, die Chancen stehen schon ziemlich gut für jeden Einzelnen, weil die Verlosung ging so 3 Tage. Heute haben wir den 16. und am 19. und 20. ist das Festival, also ziemlich kurzfristig. Und ja, ich bin übrigens dieses Jahr wieder auch am Start und wir werden jetzt erfahren, wer dieses Jahr auch dort sein wird. Also, let's go. So, der Gewinner ist... Hightlife, hightlife.de. Herzlichen Glückwunsch. So Leute, back vom Festival und boah, was waren das für 2 geile Tage. Also wir haben so auf 2 Bühnen gefühlt die ganze Deutschrap-Elite bekommen. Es war für jeden was dabei. Aber nicht nur wegen den Acts war es krass, sondern auch wegen dem ganzen Setup, also wie es aufgebaut war, welche Stände es gab, wie viele Stände es gab. Es gab auch so genügend Rückzugsorte, also vor allem für mich, ich mag es nicht so die ganze Zeit unter Menschen zu sein, sondern es gab auch so echt nice Orte, wo man so ein paar Minuten chillen konnte, dann wieder zurück. VIP-Area war auch sehr geil, gab sehr geile View auf die Stage und die Crowd, gab kostenloses Essen, Getränke und Shishas. Also ja, im Großen und Ganzen sehr geile 2 Tage und ich bin nächstes Jahr wieder am Start. So, und für die heutige Beatmaking-Session dachte ich mir, ich produziere mal einen Beat inspiriert von diesem Festival. Und ich habe auch eine Idee, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und zwar höre ich in letzter Zeit öfters Jersey Club. Und auf dem Festival wurde auch von Uzi Just Wanna Rock gespielt. Und ich dachte mir so, boah, das kommt schon nice auf dem Festival. Aber was macht Jersey Club Beats aus? Zuerst wäre da die BPM. Die liegt meistens bei 140 bis 150. Dann haben wir meistens ein 4-to-the-floor-Kick-Pattern mit den letzten 2 Kicks versetzt. Was auch typisch ist, sind rhythmische Soundeffekte, wie zum Beispiel hier dieses Bettquietschen oder diese Uhr oder dieses Ching-Ching-Soundeffekte. Dann haben wir auch oft kurz gechoppte Vocal-Samples. Was auch typisch ist, sind Claps oder Snaps am Ende jeder 2. oder 4. Bar. Und am Ende werden dann noch minimalistische Melodien. Und bei Jersey Club gibt es ja mittlerweile viele Richtungen. Also es geht manchmal in die Richtung von Uzi, wo es dann so EDM-Einflüsse hat und mehr so synthlastiger ist. Dann zum Beispiel in die Richtung von Ice Spice und Pink Pantress, mehr so die Richtung Happy Jersey Club. Und auch in die Richtung von Dark Jersey Club. Das dann mehr so minimalistische, düstere Melodien mit Drill-Einflüssen. Und das ist auch das Ziel heute. Ich mache einen Dark Jersey Club Beat und am Ende gibt es dann geile Eindrücke vom Festival mit dem Beat. Also viel Spaß. Also ich brauche erstmal so düster orientalische Vibes als Melodiestarter. Vielleicht reversed. Also ich habe jetzt die Strings gechoppt und geflippt und habe auch ein paar Effekte draufgepackt. Also erstmal ein Kompressor für die Dynamik, dann ein EQ, einfach Tiefen und etwas von den Höhen gecuttet, dann mit einem Sculptor die Charakteristik vom Sound etwas geändert, also es hat irgendwie die Höhen nochmal geboostet und die Tiefen dann etwas runtergesenkt, dann mit einem Delay etwas atmosphärischer gemacht und mit einem Imager etwas mehr Mono. Und ja, so hört es sich jetzt an. Thank you.
So, dann bräuchte ich irgendwas als Support. Also machen wir mal hier dieselbe Bank. Boah, die Bank hat so nice Texturen, ist so dynamisch. Vielleicht einfach eine Note, einfach als Support. Ja, sowas. Okay, ich lasse mal hier die UFX und ich glaube, hier würden so Vocal Chops richtig geil kommen. Boah, ich glaube, das Vocal Sample von Kaya wird richtig geil kommen. Ich glaube, ich kann es halt nicht spielen wegen YouTube Copyright. Ich werde es dann später rausschneiden, aber ihr könnt selber nachschauen und so. Das kennt man safe. Also, ich brauche hier nur den ersten Teil. Ich habe hier so ganz kurze Vocal Chops genommen, da drauf Autotune und bisschen Sättigung, damit einem EQ bisschen Tiefen cutten und das Delay gibt dem Ganzen halt den Bounce. Das ist halt ein Achtel Dotted Delay, also etwas anderes Timing und dann mit einem Pancake einfach von links nach rechts gepannt. Also ich höre hier noch so eine Church Bell. Genau sowas. Vielleicht aber gechoppt. Ich glaube, das wäre cool. Okay, und hier soll es dann reversed in die nächste Church Bell gehen. Also, ich zeige euch mal. Also, versteht ihr? Boah, ich glaube, das wird nice kommen. So, und dann pennen wir das Ganze von links nach rechts mit Pancake. Aber nicht wie das Vocal, sondern andersrum. Aber ja, lass schon mal so ein Arrangement machen, dann können wir gucken, was noch fehlt. So, auf die Strings noch ein Growl Beat, aber nur hier in der Pre-Hook. So, machen wir hier One Beat und automatisieren das Ganze. Das kommt nice.
So, und dann cutten wir hier den ganzen Beat wie bei der Church Bell. Also sowas. Das wird nice kommen. So Leute, ich habe den Beat jetzt fertig arranged. Ich habe hier im Nachhinein auch hier dieses India Perk hinzugefügt und diesen Synth Bass. Beides aus dem Forever Young Drum Kit. Also ich habe hier auch noch einen Verse, da baut sich so langsam alles auf. Ist alles sehr minimalistisch. Hier zum Beispiel wird nur das Sample gespielt, dann die Kick und hier diese UFX. Und es ändert sich auch immer was nach vier Bars. Also es kommt dann hier so eine kurze Pause und droppt dann hier mit der 808 und mit den Church Bells. Und danach kommt dann sowas wie eine Pre-Hook mit dem Synth-Bass. So, und jetzt der fertige Beat mit ein paar Szenen aus dem Hookup-Festival.